einfache Wahrheiten. Wo andere Menschen ein Gesicht haben, trägt Heino die berühmte Sonnenbrille. So wirkt er wie ein Agent, der mit einem Spezialauftrag unterwegs ist. Wir sind damals angetreten, eine Musiksparte zu retten. Das heißt, es wurde keine Volksmusik mehr gemacht. Wie Titel Blaublüt, Enschen Matarau, Am Brunnen von dem Tore, Der Mond ist aufgegangen, Im schönsten Wiesengrunde. Das war ein Liedgut, was in den 60er Jahren nicht mehr produziert wurde. In den 60ern flippen die Fans völlig aus und fallen reihenweise in Ohnmacht, wenn sie ihre Stars erleben. Für Heino eine Zumutung. Er ist anders als diese kaputten Typen. Seine Welt ist die heile Welt, in der es keine Gewalt, keine Probleme und nicht mehr als 3 Gitarrenakkorde gibt. Der deutsche Wald zum Beispiel mit seinen Bäumen, die nicht weglaufen können. Wenn ich morgens Fernsehen anmache und abends ausmache das Fernsehen, sehe ich zu 90% Gewalt am Fernsehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich möchte meine heile Welt, worüber ich singe, möchte ich für mich heil behalten. Das heißt, ich muss nicht über Not, Elend, was ja da ist. Da muss ich nicht drüber singen, da möchte ich nicht kommerziell denken und nicht damit Geld verdienen, wie es viele im Rock- und Pop-Bereich machen. Geld verdient er mit anderen Dingen. 1977 singt er die erste Strophe der Nationalhymne auf Anregung Hans Filbingers, der später wegen seiner Nazi-Vergangenheit zurücktrat. Anfang der 80er Jahre bereist er mitten in der Apartheid Südafrika, um deutsche Kolonisten mit alten Nazi-Melodien zu erfreuen. Er stand immer als Symbol für ein Deutschtum, das, glaube ich, zu sich auch gestanden hat. Wir trauen uns jetzt wieder, das zu sagen. Wir sind Deutsche, wir haben Liebe zur Natur, uns gefällt das Land als solches. Und ich glaube, da hat er immer eine feste Gemeinde gehabt, die von vor allem Fremdländischen natürlich auch immer etwas Angst hat. Kein schöner Land in 99% aller Deutschen kennen Heino. Nicht alle werden es bedauern, wenn der Großmeister der Nationalschnulze jetzt aufhört. Einige schon. Also wenn Heino jetzt Abschied nimmt, dann wird er wohl eine große Lücke hinterlassen, denke ich. Ja, mit seiner Sonnenbrille und seiner semmelblonden Kurzhaarpracht und mit seinen ungelenkten Bewegungsabläufen und seiner markigen Art zu knödeln, war er einzigartig. Ich glaube, mit Heino verlässt uns eine der letzten rundum parodiefähigen Figuren. Das kann man bedauern, muss man aber nicht. Entwarnung kann nicht gegeben werden. Heino sucht schon einen Nachfolger, der das Amt des Reichsliedgutverwesers übernimmt. 2018 der Heimatministerin von Nordrhein-Westfalen eine Schallplatte. Da habe ich im Keller eine Platte gefunden. Die schönsten Heimat- und Vaterlandlieder. Dachte mir, das ist doch gerade richtig. Darauf ein Volkslied, das sich auch findet im Liederbuch der SS. Da bin ich einmal nicht dabei und dann schenken die beiden so eine Platte. Da muss man ganz klipp und klar sagen, Heino und Hannelore haben sich dabei überhaupt nichts gedacht. Ähnlich ist es 1977. Auf einer Platte, für den Schulunterricht, singt Heino das Deutschlandlied. Auch die seit 1945 in der Öffentlichkeit verpönte erste Strophe. Deutschland, Deutschland, überall. Auftraggeber ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Hans Filbinger, der damals schon wegen seiner NS-Vergangenheit in der Kritik steht. Ich habe auch darauf hingewiesen, nur 2000 Singles nur für die Schulen. Dann ist natürlich die Hölle losgebrochen. Kanzler Willy Brandt geht auf Distanz. Bis dato war ich der Lieblingssänger von Willy Brandt. Das hatte sich aber dann damals erledigt. Damals wie heute gilt es als Tabu, die erste Strophe und Deutschland über alles zu singen. Würde er es nochmal tun? In der heutigen Zeit natürlich nicht. Aber zu damaliger Zeit habe ich ja mir den Freibrief geholt von unserem Bundespräsidenten. Wenn der mir sagt, Heino, alle 3 Strophen dürfen gesungen werden und nur die 3. Strophe sollte man in der Öffentlichkeit singen. Mehr habe ich ja auch nicht gemacht. Doch die erste Strophe, ausgerechnet für Schüler, das ist für seine Gegner ein Ausdruck rechter Gesinnung. Heino weiß das von sich.
da wird er oft zu Unrecht in eine rechte Ecke gedrängt. Da kann ich mich total ärgern. Auf der anderen Seite der Mauer ist der Fall unstrittig. Für die DDR-Obrigkeit ist der Volksmusikstar aus dem Westen eine Symbolfigur der rechten Reaktion. Und fast so etwas wie ein Staatsfeind. Dieser umsatzstarke Wandervogel mit der immer gleichen und immer gleich lauten Lederstiefelstimme, er tapst in Jungvolkpose steifleinend durch die Kulissen, die Arme henkeltöpfig wie ein Ostfriese, starr wie Frankenstein, Mimik ereignet sich nicht. Mit Heino hat man keinen Spaß verstanden und eigentlich hätte ich vorgewarnt sein müssen. Aber man ist manchmal gutgläubig und denkt nicht immer an das Schlechte. Als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter kennt Peter Komnig die heißesten Tonträger, auch die verbotenen. Heino sollte nicht gespielt werden, weil seine Titel zum größten Teil Wehrmachtstitel waren. So war die Begründung von den übergeordneten Dienststellen mir gegenüber. Aber Heino hat auch viele Fans in der DDR. Sie hören seine Lieder wie bestellt. Das war entsetzlich für die, dass ich das mache. War ja klar. Ich war ja nicht den ihr Lieblingssänger. Aber wir haben uns nicht irritieren lassen. Je mehr sie über uns geschimpft haben, je glücklicher waren wir doch im Grunde genommen. Und am Ende sind die meisten Bands gar nicht so verärgert. Es gibt ja auch kein Verbot, Lieder nachzusingen. Diese ganze Inszenierung war albern. Und sie war natürlich auch komplett durchschaubar und sie war auch von nichts getragen. Das ist ja nicht so, dass Heino auf einmal Rockmusik entdeckt hätte. Es hat bei diesem Projekt kein Mittelfeld gegeben. Entweder wären wir richtig auf die Schnauze gefallen damit oder es ging durch die Decke. Heino ist die geilste Sau der Welt, der Welt, auf der Welt. Seine CD mit freundlichen Grüßen wird Nummer 1 der Download-Charts. Dass ihn echte Rocker eher belächeln, obwohl sie mitverdienen, für ihn geschenkt. Die Einzigen, die es professionell gesehen haben, war Rammstein, die gesagt haben dann, die sofort erkannt haben, auf diesen Zug wollen wir damit aufspringen. Deutschlands erfolgreichste Rockband lädt Heino ein zum Konzert. Was führt Sänger Till Lindemann im Schilde? Bin ich zu Till gegangen und gesagt, hör mal, wenn ihr meinen Mann verarscht und ihr macht was mit, dann gibt's aber richtig Zoff. Beim Heavy Metal Festival in Wacken will es Heino wagen. Ehefrau Hannelore steht im Publikum ganz vorne. Ein Musiker lässt die Hose fallen dann der andere mit nacktem Po. Denk mal, Gottes Willen, wo sind wir denn da hingekommen? Das ist ja wirklich ein bisschen zu arg. Das passt da nun gar nicht zu Heino. Dann der Auftritt vor 80.000 Zuschauern mit massiver Pyrotechnik. Die Leute haben geschrien. Gebrüllt. Boah, mir ist richtig ein Stein vom Herzen geflogen. Heino und Rammstein passten ganz gut zusammen, weil Rammstein ist ja auch eine Band, die so die Travestie liebt und die Überzeichnung und die auch wie Comicfiguren auf der Bühne agieren und da passt so ein Typ wie Heino ganz gut dazu. Er sang so gern von den Schönheiten der Natur. Steckt wirklich ein Rocker in ihm? Oder geht's nur ums große Geschäft? Das ist natürlich ein Gag. Heino ist weder ein Rocker, hier so Harley-Davidson-mäßig, noch ist der Totenkopf sein Symbol. Heino ist das Gegenteil davon. Sein Herz hat's erfolgt. Die Leute haben's gefallen und die haben gekauft. Und das ist der Sinn der Sache.